Da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber so das Grobe sieht, finde ich, schon mal gar nicht so schlecht aus. Da läuft Bardos in der Luft jetzt nicht mehr. Hey, ich kann fliegen! Doch, doch, Bardos läuft wirklich in der Luft. Ich glaube nicht. Dazu singt dein Lied. Thriller. Was? Ich singe keine Michael Jackson hier, nein, nein. Nein, nein. Würde ich nie machen. Man muss ganz ehrlich sagen, es sind gute Lieder eigentlich. Also man kann nichts gegen Michael Jackson sagen. Musik war eigentlich ganz okay. Ja. Teilweise waren die Videos ein bisschen übertrieben. Man musste halt Geld verpulvern und am Ende noch die Simpsons reinhauen und sowas mit. Aber ist die Simpsons? Ja, ich glaube, das war sogar Thriller. Da waren die Simpsons mit drin? Echt? Am Ende vom Video waren nochmal die Simpsons irgendwie da. Keine Ahnung warum. Die mussten, die wollten anscheinend nochmal ein bisschen Geld verpulvern oder so. Okay. Ich glaube, es waren die Simpsons. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Simpsons müssen es, glaube ich, gewesen sein. Ist mir neu. So. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Videos nie so richtig geguckt. Ja, das hatte ich auch mal irgendwo einfach nur in so einem, ich erstmal auf den Zettel, Moment. Nee, in irgendeiner Sendung gesehen gehabt, da auch, wo sie dann so ein bisschen berichtet haben. Ich kann sein, dass das irgendwann war, nachdem der Michael Jackson praktisch gestorben ist, gell? Ja, okay. So, jetzt habe ich mir doch noch eine Schaufel gebaut. Oh, hier ist so viel Erde. Ich habe irgendwie Angst, dass es kein innererdliches Vorkommen ist, sondern dass es einfach so ein Zeichen ist dafür, du bist gleich aus dem Berg raus. Könnte sein. Obwohl es ja eigentlich ein relativ großer Berg war. Ist, also sollte so schnell eigentlich nicht passieren, da hast du schon recht. Naja, wir werden sehen. Ob ich hier gleich irgendwo rausbreche oder nicht. Genau. Okay. So, wenn das gleich nicht gut wird, was ich jetzt versuche, dann wird's teuer. Warum? Was machst du denn? Baust du einen Eingang aus Sprengstoff? Ja, in Creeper-Form übrigens. Hey, und wenn man so nah rankommt, ne? Das ist voll die gute Idee, was das hier? Hier, guck mal. Selber ausgedacht, oder? Komm mal zu Misch. Wer ist Misch? Ich kenn kein Misch. Okay, die Höhle geht definitiv noch weiter tiefer rein. Sehr gut, hier in den Eingangsbereich, ne? Dum, 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 ah. Da, andersrum. Boah. Ja, das sieht gut aus. Kann man ja noch ein bisschen ummalen nachher oder irgendwie so. Das gefällt mir echt gut. Das ist echt schön geworden. Ich dachte mal, so ein optisches Highlight irgendwie. Was ist das da für ein Zeugs dran? Netherzeugs. Netherstein. Finde ich gut, doch. Ja. Kann man so durchgehen lassen. Gut. Will ich gerade, ob ich vielleicht einen Holzrahmen drumrum ziehe oder so, weißt du? Um das quasi als Kunstwerk in der Wand zu unterstreichen. Kannst du machen. Kannst du mal gucken, wie es aussieht. Achso, und warum soll es teuer werden? Du meinst wegen Glowstone, oder? Ja, genau. Wenn der da wieder raus muss. Na gut, da kann teilweise was verloren gehen, ja, stimmt schon. Meistens geht sogar was verloren, ne? So, ich muss hier gerade mal fleißig abbauen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Waren wir irgendwo gerade bei was am Diskutieren? Nee, ich glaube nicht. Okay, worüber könnten wir denn noch diskutieren und philosophieren? Weiß ich nicht, wir können langsam Schluss machen. Wir können langsam Schluss machen, ja, das hatten wir schon mal gesagt, glaube ich. Das kommt mir jetzt nicht so neu vor, die Thematik. Nee, irgendwie nicht. Aber irgendwie, ich will eigentlich auch gerade noch nicht so richtig. Okay, das ist aber, da müssen wir immer noch ein bisschen weiter hinter. Ja, ich hab gleich die nächste Eisenspitzhacke kaputt gehauen, also die erste. Okay. Kaputt gebaut, gehaut. Sag mal, ich hau die Spitzhacke kaputt, Digga! Bro! Alter! Weiße!
Ha, eigentlich auch ganz cool. Da könnte man später noch was reinmachen. Nein, mach da nichts rein. Das kannst du nicht einfach machen. Du kannst nicht einfach was reinmachen. Das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Doch, 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 doch. Ich glaub schon. Nein, das macht man nicht. Nein. Doch. Nein. Hast du doch dunkles Nein. Holz? Dunkles Holz. Was für dunkles Holz? Also dunkles Holz heißt ganz normales Holz. Eiche. Ja. Die Eiche. Die Eiche. Nein, das ist nicht lustig. Juri? Jo. Hast du da hingeschmissen? Nein, warte, 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 warte. Komm mal zum Eingang. Bin beim Eingang. Achso. Es regnet! Loot! So, hier. Ja, danke. So. Sehr gut. Kann weitergehen. Ja, war schön. Ja, man muss ja auch ab und zu mal ein bisschen den Regen einschalten, ne? Ja. Apropos Regen. Es hat geregnet, als ich heute auf den Server kam. Achso, okay. Dann war, ist die tägliche englische Dosis schon rum. Ja. Okay. Gut zu wissen. Die hast du leider verpasst. Also, schade eigentlich. Leider. Hätte mich ja sehr drüber gefreut, mal wieder ein bisschen was vom Regen mitzukriegen. Weil Regen ist schon eine tolle Erfindung. Ja. Fast so schön wie Schnee. Im Sommer. Nee, Schnee im Sommer ist was anderes, Jubi. Achso. Aber das kann, das wirst du eines Tages vielleicht auch nochmal lernen, wenn du da bei deinem Straßenapotheker bist und, ne? Hm. Ist übrigens eine freiberufliche Arbeit, sowas. Straßenapotheker? Ja. Und das kann man auch steuerlich, also jetzt nicht wirklich so absetzen und erklären. Kann man schon, also man kann es mal versuchen. Und wenn er, ja, ich habe hier heute so und so viel, ne? Ah, nee. Die kleinen, wenn da die kleinen grünen Männchen kommen, dann kann man da auch ganz schön Ärger kriegen. Ja. Ob sie inzwischen nicht mehr allzu grün sind eigentlich, oder? Nee, blau, oder? Ja gut, zumindest die Autos sind blau, silber. Inzwischen fast überall. Ja, und die Knilche selber sind schwarz, glaube ich. Also, ja, so schwarz, aber so, war das nicht so ein bisschen, aber diese grünen Mützen und sowas, haben die noch auf, oder? Ich weiß es gar nicht. Wie sieht eigentlich die aktuelle Polizeiuniform aus? Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich darauf geachtet, obwohl ich die öfter mal sehe und auch ab und an mal was mit denen zu tun habe. Aha, aha, was hast du denn mit denen zu tun? Fahrraddiebstahl. Kennen Sie dieses Fahrrad? Ah, das ist echt so ein Neverending-Thema irgendwie. Okay. Und dementsprechend habe ich die eigentlich sogar relativ oft bei mir im Laden. Kommen die rein und sagen schon, ja moin. Und so, ach, wollt ihr schon wieder ein Fahrrad kaufen, Jungs? Nee, was anderes. Ja, manchmal sind die auch so, dann wollen die erstmal Fahrräder gucken während der Dienstzeit, solange kein Notruf reinkommt. Das ist auch echt schön. Und du sitzt ja, Leute, denkst du so, merkt euch, dafür gehen eure Steuergelder hops, ne? Ja. Hört man sich, da kommt Freude auf. Und dann sagt nochmal einer Beamten, arbeiten was. Ja, ja. Ich glaub's nicht. Ich halte das irgendwie für ein Gerücht. Faules Beamtenpack. Was? Ich weiß nicht, wer da was gesagt hat. Ja, hier sind schon wieder irgendwelche Leute drin. Ja, da hat sich irgendjemand reingeschlichen an mich, heimlich von hinten. Ich hab's gar nicht mitgekriegt und dann. Na egal. So, Ballas, der Eingangsbereich ist so im Groben schon mal fertig. Fertigungsgrad in Prozent? Naja, die feine Deko fehlt halt. Dann würde ich sagen 80% ungefähr, oder? Meinst du? 90. 90? 90? Alter, das ist ja schon hier. Das sieht aber schon ganz cool aus. Also, ich will hier, wenn du mal vorbeikommst gleich. Moment, ich bin hier gerade noch am Hacken. Ich muss hier gerade noch ein paar Menschen ein paar Felsen zerhacken. Ich würde auch niemals Menschen zerhacken. Nein, 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 nein. Nein. Nein, vielleicht doch. Vielleicht ein oder zweimal. Aber die haben es verdient. Garantiert. Ich zack nur böse Menschen. Und Juvi. Hallo Juvi, hack hack. Na, schließt du um. Gogo. Wir sollten hier ein bisschen Feuer reinmachen. Ich meine, in der Bibliothek kommt offenes Feuer immer gut. Ja.
Oder Lava oder sowas. Hm. Nee, doch, sieht eigentlich ganz okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Wollen wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen so blumenvasenmäßig dahinter? Irgendwas dachte ich da, dass wir da noch ein bisschen was hinstellen, was, vielleicht ein bisschen wertvoller wirkt irgendwie. Wie gesagt, wenn wir Erde oder sowas reinmachen oder ein bisschen. Ja, das so hatte ich hier gerade gedacht. Guck mal. Guckst du hier? Ah, okay. Goldblöcke hin hochbauen. Ja, irgendwie weiß ich nicht. So von wegen, bei uns stapelt sich das Gold. Oder ob wir ein paar Bilder an die Wände hängen, so von wegen hier unsere tollen Unique-Bilder oder irgendwie sowas. Ein echter, sag mal, Van Gogh. Ja. Was auch ein schönes Spiel ist, oder habe ich da schon mal drüber... Ich glaube nicht. Das ist über Eternal Sonata? Nee, aber du brauchst jetzt gar nichts wieder anfangen. Wir wollen jetzt Schluss machen. Okay, Juwi, wir Schluss machen. Vielleicht nächstes Mal. Vielleicht erzähle ich euch nächstes Mal von Eternal Sonata. Schreib's dir auf oder so. Das kann ich mir eh nicht merken. Irgendwie kommen wir dann schon wieder drauf. Das Spiel habe ich übrigens zweimal. Gut. Wayne ins Gesicht jetzt. Ja, einmal für eine Konsole, die ich nicht mehr habe, die mein Bruder gehört hat, und einmal für PS3. Ah. Okay, aber Juwi wollte Schluss machen. Ja, wir müssen jetzt hier mal langsam aufhören, sonst... Merke ich schon, sitzen wir auf einmal bis um 4 hier und wundern uns darüber, unsere Bibliothek ist ja fertig. Huch. Das haben wir voll gut gemacht. Ja, also so viel mal zu unserem Plan, dass wir heute das Dorf zu Ende bauen. Ja, ist alles voll gut gelaufen. Das Dorf ist auch fast fertig. Also wir sind jetzt gerade bei der Bibliothek. Wir haben zwei Häuser hingebaut. Gottverdammt, zwei Häuser. Ja, das ist voll viel. Das ist voll gut. Wir können ja nochmal kurz von oben eigentlich drauf schauen, oder? Hier kann man ja gut hochgehen. Nein, kann man nicht. Ja. Also hier, du kannst nochmal... Genau, da gucken wir nochmal kurz, was der Ballast gemacht hat. Also so, ich denke, von der Größe her wird das jetzt so passen. Mhm. Also es geht halt hier drum, weil ich will von hier oben noch ein Geländer außenrum machen. Ja, genau. Dass man nicht runterplumpst. Damit die ganzen Deppen, die hier so Bücher klauen wollen, nicht da runterfliegen, so ich hab dir die Beine gebrochen. Willst du nur einen großen Raum machen oder so ein bisschen mehrere? So? Ich würd eigentlich hier eher so einen großen Raum machen. Okay. Vielleicht, dass wir hier nochmal dann irgendwie von, hier drüben dann nochmal einen reinsetzen oder sowas. Mhm. Also von oben gucken. Okay. Also von dem her, mal gucken, so. Wir können die auch immer mal erweitern, wenn wir dann wieder genug Bücher zusammen haben und so. So, hier, das ist ein schöner Guckbaum. Uiuiui, ja. Ja, man sieht's, wie gesagt, mehrere Häuser wieder dazugekommen. Also zwei. Ja, aber immerhin. Ja. Schön beleuchtet von hier oben. Ja, es sieht echt ganz schön hell aus alles, ne? Ja, das ist echt gut. Dann haben wir da noch ein kleines Gärtchen. Oh, der Baum ist gewachsen. Oh, und das regnet. Yay, Regen. Ich hab ihn vermisst. Das ist so wunderschön. Ja, das passt so schön. Bei dem scheiß Wetter ist es natürlich klar, dass wir jetzt langsam Schluss machen müssen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, machen wir. Wir sehen uns dann. Bis dahin, liebe Freunde. Tschüss. Ciao.